Wenn wir uns das Monotonieverhalten einer Funktion anschauen, dann ist es wirklich gut, wenn man vorher schon die Extremstellen ausgerechnet hat, denn dann ist das Ganze ziemlich einfach. Das Monotonieverhalten ist ja das Wachstumsverhalten der Funktion, ob sie steigt oder ob sie fällt, wo sie steigt und wo sie fällt, ob sie dann wieder ansteigt, in welchen Bereichen also die Funktion wächst und wo sie fällt. Wenn wir jetzt gesagt haben oder schon gefunden haben in den vorherigen Teilen, dass wir an der Stelle 2, 1 einen Hochpunkt haben, und zwar nur an dieser Stelle und es keine weiteren Hoch- oder Tiefpunkte gibt, dann bedeutet es ja an der Stelle 2, 1, genau hier, ist unser Hochpunkt der Funktion. Das bedeutet, davor steigt unsere Funktion an, wie auch immer, auf jeden Fall steigt sie und danach fällt sie. Wir haben herausgefunden, es gibt keine anderen Extremstellen. Also gibt es keine anderen Punkte, an denen die Funktion sich vielleicht ändern könnte, dass sie hier ihr Wachstumsverhalten ändern würde, weil hier müsste die Ableitung schon wieder 0 sein. Wir haben nur diese Stelle gefunden, wo die Ableitung 0 ist. Und deswegen ist das auch die Stelle, die unsere Intervallgrenze dann bestimmt. Wir wissen also, das hier kann nicht passieren. Vor 2 ist unsere Funktion monoton steigend, streng monoton steigend sogar, weil sie wird nie 0, also die Ableitung wird nie 0. Und nach dem Punkt 2 fällt sie wieder. Da ist sie also streng monoton fallend. Das bedeutet, unsere Monotonieintervalle sind folgendermaßen: von minus unendlich bis 2, bis zu dieser Stelle, ist unsere Funktion streng monoton wachsend. Denn da wandert sie ja auf den Hochpunkt zu. Und von der Stelle 2 bis unendlich fällt sie dann, da wir wissen, danach kommt kein Hochpunkt oder Tiefpunkt mehr oder irgendwas anderes passiert. Also ihr müsst immer nur schauen, wo liegen eure Hochpunkte, wo liegen eure Extremstellen und dann euer Verhalten zwischen diesen Extremstellen untersuchen. Wenn ihr jetzt wüsstet, okay, ich habe einen Hochpunkt, einen weiteren Hochpunkt und noch einen Tiefpunkt, dann wisst ihr, von minus unendlich bis zu diesem Hochpunkt ist sie streng monoton wachsend. Von diesem Hochpunkt bis zu diesem Tiefpunkt ist sie streng monoton fallend. Von diesem Tiefpunkt bis zu diesem Hochpunkt, ich glaube, ihr habt es verstanden, ist sie wieder streng monoton wachsend und von da fällt sie dann wieder. Also, wenn ihr eure Extremstellen vorher ordentlich untersucht habt, macht die Monotonie im Normalfall keine Probleme. Weiter geht's also nun mit den Wendestellen im nächsten Teil.